zum Waldrevensfest eingeladen zu sein, ist so ein, wie ein Sechser im Lotto. Ich war überrascht, ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Aber zunächst einmal fiel mir auf die tolle Betreuung durch das Team hier und die Leichtigkeit, mit der die gesamte Vorbereitung und auch die Durchführung stattgefunden hat. Dann ist mir aufgefallen, wie hochmotiviert die Kinder gewesen sind. Es waren ja manchmal bis zu 120 Kinder in einem Raum und trotzdem waren die Ruhe war groß, die Fragen waren unglaublich klug und differenziert. Ich hatte den Eindruck, die meisten Klassen sind gut vorbereitet. Nicht so sehr auf das Buch, sondern auf den Autor. Sie wussten, wo er herkam, was das für ein Typ war und sie waren sehr, sehr neugierig. Und zwischendurch immer die Betreuung durch das Team hier. Das hat natürlich großen Spaß gemacht. Das ist ein richtiger Luxus. Man musste sich um nichts kümmern. Die Tickets für die Eisenbahn waren bestellt und das klappte alles fabelhaft. Und dann die Gespräche am Rande zwischen den Autoren, mit den Autoren aus Lateinamerika, aus ganz fernen Ländern, aus Frankreich. Das war für mich eine große Freude, denn einige dieser Autoren, von denen hatte ich noch nie gehört. Und die haben mich sehr beeindruckt. Es waren ja nicht nur Autoren hier, und nicht nur Publikum, die zuhören wollten, sondern da tauchten Journalisten auf. Von der Süddeutschen Zeitung begrüßten uns und waren interessiert, haben dann auch Artikel gemacht. Und es waren Verleger hier, zu meinem großen Erstaunen. Und die hörten zu. Und ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass eine Reihe von Verbindungen zustande gekommen sind hier. Und habe den Eindruck, das ist auch gewünscht von Schloss Blutenburg, dass der Reichtum, den die Kinderliteratur in der ganzen Welt zu bieten hat, dass der auch hier weiter verbreitet wird und im deutschen Sprachraum einen größeren Platz einnimmt.